1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Wir sind doch hier nicht beim Breakdance. Spiel dich gefälligst nicht so auf. Wir machen die Choreo genau so, wie ich sie vorgeschlagen habe und nicht anders. Also, ich fand's gar nicht so gut. So, ich erkläre jetzt nochmal meine Choreo. Und du, Viktor, machst, was ich dir sage. Und keine Solo-Einlagen, die übernehme nämlich ich. Warum hast du das gefilmt? Ich hab nicht gefilmt. Ich hab nur Selfies gemacht. Und warum bist du hier? Mathe ist ausgefallen. Und da dachte ich mir, ich hol dich vom Training ab. Oder ist dir das etwa peinlich? Nein, Quatsch. Viktor, kommst du mal? Ja. Ich muss dir was sagen. Die Mädels haben sich bei dem Wettbewerb angemeldet. Und da sind nur Mädchen zugelassen. Warum? Weil das so ist. Rhythmische Sportgymnastik ist ein klassischer Mädchensport. Aber ich bin doch genauso gut wie die anderen Mädchen. Nimm das bitte nicht persönlich. Wie soll ich's denn dann nehmen? Naja, du könntest dir vielleicht einfach einen anderen Sport suchen. Hockey vielleicht oder Geräteturnen. Ich wette, da steckt Emily dahinter. Sie hat sich eben sehr viel Mühe mit ihrer Choreo gegeben. Und sie meint das nicht böse. Und hier kommt unser Champion direkt auf uns zu. Ich werde ihn fragen, wie er sich fühlt. Wie fühlen Sie sich, Viktor Bergmann? Hey, warte mal! Warum darf Viktor nicht mit euch trainieren? Wer sagt das denn? Natürlich darf er mit uns trainieren, aber der Wettkampf, das ist was anderes. Ja, und warum ist das was anderes? Weil Viktor kein Mädchen ist. Bist du dir das sicher? Wie lustig. Das sind eben nur Mädchen zugelassen. Und warum? Weil das eben so ist. Ja, und wer sagt das? Der Verein oder was weiß ich. Das können wir doch nicht ändern. Alle ein bisschen an. Das klappt eh nicht ohne Reifen. Doch, machen wir doch einfach weiter. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das bringt doch gar nichts. Lassen wir es doch einfach gleich. Aber wenn wir jetzt aufgeben, dann war die ganze Arbeit umsonst. Also ich will, dass meine Choreo gewinnt. Jetzt strengt euch ein bisschen an. Ja, dann denk halt doch mal an uns, nicht nur an dich. Wir machen die nochmal. 5, 6. Also, warum bei Wettbewerben der rhythmischen Sportgymnastik nur Mädchen zugelassen sind, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich denke, das ist einfach so festgelegt. Da gibt es eine Satzung, die das besagt. Und deshalb kann man es nicht einfach ignorieren oder ändern. Und selbst wenn ich es ändern wollte, ich bin ja nur eine Trainerin, ich kann das nicht entscheiden. Aber wenn du eine Antwort willst, dann frag am besten die Veranstalter. Ich weiß nicht so recht. Es wäre eine ziemliche Veränderung. Und wer weiß, ob es sich in einer reinen Mädchensportart... Ja, nur Mädchen um ihn herum. Das ist jetzt nicht so optimal, aber... Wenn es ihm nichts ausmacht? Ich weiß nicht recht. Wir haben eben auch eine Verantwortung für den Jungen. Aber andererseits...
wenn er das so will. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn du, lieber Viktor, als erster Junge in der Geschichte unserer traditionsreichen Wettkämpfe 37 Jahre am Wettkampf in der Disziplin Rhythmische Sportgymnastik teilnimmst. Reißt euch mal zusammen, wir sind hier noch nicht im Kindergarten. Du schaffst es doch nicht mal, eine Choreo auf die Beine zu stellen. Genau, du zickst dir doch die ganze Zeit rum. Das hält doch niemand aus. Emily hat wenigstens einen Plan. Danke, Merle, wenigstens eine, die mich hier versteht. Ich verstehe dich auch. Schoßhündchen. Was soll das? Und was ist mit der Choreo? Die sollte längst sitzen. Viktor, da bist du ja. Komm her. Was will der denn hier? Ich habe gute Neuigkeiten. Die Veranstalter haben beschlossen, die alte Regel zu ändern und Jungs dürfen jetzt am Wettbewerb teilnehmen. Was? Emily, was soll das? Es ist doch gut, dass Viktor nicht ausgeschlossen wird. Außerdem hätte ich gesagt, dass er das Solo übernimmt. Aber ich bin die Kapitänin. Das ist meine Choreo. Dass du die Kapitänin bist, heißt noch lange nicht, dass du das Recht hast, das Solo zu übernehmen. Vor ein paar Tagen hattest du noch nichts dagegen, dass ich bestimme, wer was macht. Das ist richtig. Aber wenn du die Choreo organisierst, dann passiert hier rein gar nichts. Und ihr hattet mehrere Stunden Zeit, mir eure Choreo zu zeigen. Was macht sie da? Sie hat abgeschlossen. Krass. Hallo Sabrina, aufmachen! Also, damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Sabrina hat uns noch nie eingeschlossen. Naja, sie hat uns gar nicht richtig eingeschlossen. Sie kommt bestimmt in 2 Stunden wieder. Ja, sie will nur, dass wir eine Choreo vorlegen. Gemeinsam. Aber Emily muss auch mitmachen. Das wäre sonst unfair. Ich geh sie mal holen. Das wird nichts. Emily ist zu stur. Naja, ich verstehe sie schon. Und ist ja auch ein bisschen unfair. Aber Viktor auszuschließen, nur weil er kein Mädchen ist, war auch unfair. Die Choreo war mit Viktors Breakdance-Solo viel cooler. Unsere Gewinnchancen wären viel höher. Und wir haben etwas, was uns von den anderen unterscheidet. Du hast recht, Samira. Und du auch, Aline. Manchmal bin ich ein bisschen zu ehrgeizig. Es tut mir leid. Ich bin manchmal echt eine Zicke. Ist schon gut. Dann wird es jetzt aber echt höchste Zeit, mit der Choreografie anzufangen. Na dann, auf geht's, Mädels und Viktor. Begeistert. Na, wenn das nicht nach einem Pokal schreit.